So, da sind wir wieder bei Let's Play Mass Effect 3 und wir befinden uns ja gerade mitten in Omega. Und ja, wir sind dabei, mit Aria zusammen eben genau dieses Omega wieder zurückzuerobern. Beim letzten Mal hatten wir dabei dann noch ein bisschen Verstärkung durch Nyrene, die Turianerin, die eine alte Freundin von Aria ist, die übrigens da hinten gerade steht. Also Aria, nicht die Turianerin. Ja, die ist ja blöderweise abgehauen. Das heißt, wir sind wieder nur noch zu zweit und müssen uns jetzt wieder ins Getümmel stürzen. Schauen wir es uns an. Okay, verlassen wir das Gebiet. Wir haben ja hier bereits alles erkundet beim letzten Mal. Los geht's. Oh, wir können nochmal uns neu ausrüsten. Das ist aber schön. Was haben wir denn hier für eine neue Waffe? Das muss mir entgangen sein. Valkyrie. Ah, ach, das ist ein Sturmgewehr. Okay. Ziemlich fettes Gewicht. Große Kapazität, große Feuergeschwindigkeit, ziemlich guter Schaden. Präzision auch hoch. Also abgesehen davon, dass das Gewicht wahnsinnig hoch ist, ist die eigentlich richtig gut, die Waffe. Die müsste ich mir mal, wenn wir wieder zu Hause sind, angucken. Also wenn wir wieder auf der Normandy sind. Jetzt aber bleibe ich natürlich erstmal beim Gav-Impulsgewehr. So, was haben wir denn hier Neues gekriegt? Achso, die Javelin. Ich glaube, die haben wir schon seit einer Weile. Was für ein fettes Teil. Unglaublich hohes Gewicht. So, ich will bloß mal so interessenhalber schauen, was wir denn Neues dazu bekommen haben. Ist nicht so, als ob ich jetzt meine Bewaffnung ändern wollte. Aha. Na gut, wer es braucht. Ich brauch's nicht. Legen wir wieder ab und damit jetzt aber los. Oder will Aria noch irgendwas Besonderes? Ne, da haben wir schon den Gral Dornenwerfer in die Hand gedrückt und die Tempest. Das ist, glaube ich, okay so. Starten wir einfach. Was verbindet sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Das klingt total nett. Aber das ist nicht unser Stil. Das müssen wir nochmal klarstellen hier. Auch wenn wir es letztendlich trotzdem machen werden, wahrscheinlich. Werden Sie ihnen das auch sagen? Ganz ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Wir müssen uns wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Na, das ist ja mal was ganz Neues. Dann los. So, bevor wir aber anfangen zu kämpfen, will ich nochmal ganz kurz schauen, was wir jetzt für Nebenaufgaben hier auf Omega gekriegt haben. Okay, Aria Dialog, nee, das ist es nicht. Doch Missionsüberblicke müsste es doch eigentlich mitstehen, oder? Ach, hier oben, okay. Dem Mechaniker helfen... Ein Carry-Stromwandler und dem Hacker helfen, hacken sie die markierten Terminals. Alles klar. Kriegen wir das schon mit angezeigt? Service-Aktivität in ihrem Gebiet bestätigt. Nee. Ich versuche, ihr Com-System zu hacken. Okay, wird noch nicht mit angezeigt. Ich hoffe, wir sehen sie, wenn wir dran vorbeigehen. Jetzt sollen wir auf jeden Fall erstmal das Gebiet der Talons erreichen. Klar doch. Seltsam. Warum sollten sie Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen? Vielleicht hatten sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius. Den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Klingt nach einem sympathischen Zeitgenossen. Ah, gleich aus dem Stand. Genau, Shepard. Gut, haben wir hier irgendwas? Nee, ne? Da geht's nur sehr weit runter. Gut, auf nach oben. Aha, hier sieht's schon besser aus. Hier können wir zumindest schon mal irgendwas machen. Aber erstmal sammeln wir ein paar Credits ein, das ist wichtiger. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Was haben wir denn hier? Ah, die Luftschleuse. Okay, ich will mir erstmal das hier anschauen. Das Terminal ist aktiv. Danke, Commander. Ah, das ist eins von den Terminals, alles klar. Gut. Okay. So, welcher Weg darf es denn jetzt sein? Ich glaube, das hier drüben mit dem Lift ist nicht der richtige Weg, ne? Das ist, glaube ich, nur was... für Leute, die extra Goodies sammeln wollen. Ah, sieh mal an.
So, wenn wir uns jetzt den Aufzug nach unten rufen. Nee, du sollst nicht runter, du sollst nicht durch die Gegend hüpfen. So, dann müsst ihr doch da drüben auch vorbeischauen können, oder? Wenn ich das gerade richtig einschätze. Ja, sieht richtig aus. Sehr gut. Ja gut, wenn das jetzt alles war, war das jetzt nicht wahnsinnig lohnend. Was soll's. Komm, Aria, wir machen weiter. Auf in den Lüftungsschacht. Gut, wo sind denn jetzt die Cerberus-Leute? Ich würde mich gerne prügeln. Huch, das war jetzt nicht der Plan. Es hier, ich habe die Cerberus-Com gehackt und schalte sie jetzt zu. Greife Feinde an! Ich brauche hier mehr Verstärkung! Okay. Noch mehr Kohle für mich. Noch ein Terminal zum... Nee, doch nicht. Doch kein Terminal zum Hacken. Was haben wir hier? Strom ist abgeschaltet. Ah, okay. Hier müsste ein Schalter für den Generator sein. Können wir jetzt vielleicht hier? Nö. Vielleicht erst, wenn der Strom wieder da ist. Das könnte natürlich sein. So, schauen wir uns mal kurz hier noch mit um. Missionsbericht. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohnen deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtungsrunde, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. Ha! Na gut. Hallo? Passiert gar nichts? Okay. Auch interessant. Vielleicht ja jetzt, wenn der Generator läuft. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Ja, ich glaube, jetzt wird das alles funktionieren. Wunderschön. So, bevor wir aber hier weitermachen, schaue ich nochmal kurz, ob wir jetzt vielleicht hier drüben... Nein, können wir immer noch nicht. Ich hätte gedacht, das wäre wieder eins von den Terminals. Na gut, was soll's. Machen wir weiter. Wenn es nicht geht, dann ist es halt nicht. Ich habe nur die Sorge, dass dieser am Ende Turm eins fehlt oder so. Zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Wo kam denn jetzt der Verbindungstunnel her hier? Müssten wir den nicht auch benutzen können? So, erstmal die Sackgasse untersuchen. Nichts, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber hier ist was. Wenn auch nur Credits, aber immerhin etwas. Commander, laut Cerberus-Funk ist das Prioritätsziel ganz in ihrer Nähe. Ihre Truppen werden ihnen auf dem Weg zum Talon-Außenposten begegnen. Verstanden. Gut, Cerberus-Truppen durchbrechen. Wunderschön. Kann ich mich endlich prügeln? Das wird ja auch Zeit. Okay, haben wir ja vielleicht noch irgendwas Kleines zum Mitnehmen? Nee, ne? Schade. Hier hätte man doch was verstecken können. Das ist doch eine schöne, kleine, verwinkelte Sackgasse. Na gut, was soll's. Schlagen wir uns! Den Bereich durchsuchen! Ja, jetzt geht's doch los! Hallo, mein kleiner Kampftechniker! Immer noch nicht tot! Das war ein Schlag ins Leere, okay. Na, Aria, willst du mitmachen? Erst du, danach du. Und für den Centurio gibt's... Hey, klaust du mir mal nicht meine Gegner? Seine Frechheit. Na gut. Achso, das war bloß der Schildgenerator. Achso, nee, den brauche ich nicht. Egal. Kann auch nicht schaden. So, bevor wir jetzt aber hier sofort weiter stürmen, schauen wir noch mal ganz kurz, ob wir hier nicht noch irgendwas haben. Außer Credits, meine ich. Irgendwelche Terminals, die wir aktivieren müssen oder so. Das sieht doch hier ganz stark danach aus, als ob wir irgendwas mit für die Hackerin machen müssen. Oder? Nichts. Hier drüben ist auch nichts, okay. Aber irgendwas hier unten muss doch funktionieren, oder? Na klar. Wunderbar. Das läuft doch. Ich glaube, die Terminals kriegen wir alle zusammen. Also das sollte gehen. Ich weiß noch, da gab es eine Mission, die kriegen wir dann später, glaube ich, noch. Die habe ich nie hingekriegt, weil ich nie gefunden habe, was die wollten dafür. Aber mal sehen. Das müsste dann eigentlich später noch kommen. War auch eine etwas bizarre Mission, die dann noch kam. Wir haben sie. Jetzt nicht.
So, hier ist nichts mehr. Na dann, schlagen wir uns weiter. Rückzug der Talons wurde blockiert. Hallo. Na? Oh, du. Du traust dich, so nah an mich ranzukommen. Ich weiß, jemand muss die Türen aufheben. Das oh, doch. Und trotzdem sind wir noch da und sind zurück. Die Türen sind offen. Rückzug! Sie entkommen Richtung Lagerhaus. Wir brauchen dort sofort ein paar Shuttles. Die Taylor sind unterwegs und Solaris ist gar nicht möglich. Na sowas. Die Armen. Haben wir sie geärgert, hä? Das tut mir so leid. Lass mal hier kurz einmal ziehen anwenden. Wunderbar. So. Das sieht doch schon viel netter aus. Schön. Was haben wir denn hier? Das sieht ja abgespaced aus. Ach. Danke. Der lebte noch. Na sowas. Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Wunderbar. Dass der noch lebt, hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. So, ansonsten haben wir hier aber nichts mehr. Okay, weiter geht's. Nee, du sollst nicht hüpfen, du sollst den Fahrstuhl benutzen. Na gut, dann wollen wir die Talons mal rausschlagen und alles, was dahinter war, zusammenschlagen. Ein bisschen schneller wäre schon schön mit dem Fahrstuhl. So, hier ist nichts, okay. Bonjour, die Damen. Sag mal, Aria, kannst du nicht einfach mal den Sturmtruppler hier, den Sturmtypen, wie heißen sie denn? Ich weiß es gerade nicht. Angreifen? Erinnert mich irgendwie so an Sturmtruppler, deswegen. Gerade die naheliegende Bezeichnung. Weg da. Oh, 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 oh. Aber nicht doch. Zack, weg damit. So, und den Kampftechniker gleich hinterher. Damit er gar nicht erst auf die dumme Idee kommt, wieder irgendwas aufzubauen. Oh, hi. Sturmschütze heißen sie, genau. War nämlich gar nicht so weit weg von Sturmtruppler. Oh, ich sehe doch schon wieder den Kampftechniker, oder? Na klar. Du kleiner Hodenkrebs, du wirst dich sofort verkrümeln. Ups. Okay. Kam überraschend, was, dass ich so schnell bei euch war. Wo kommst du denn her? Man weiß es nicht. Huh. Ich glaube, Aria hat Spaß. So, haben wir noch jemanden hier? Nee? Ist aber schade. Oder siehst du noch jemanden, den ich nicht sehe, Aria? Tatsächlich, da drüben ist noch wer. Wie kommen wir denn da hin? Achso, vielleicht einfach, indem wir die Treppe benutzen. Das könnte helfen. Manchmal ist der naheliegendste Weg nicht so einfach zu sehen. Gut, haben wir jetzt Ruhe. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Hier muss es doch mehr zum Einsammeln geben, oder? Hier in diesem total zerlegten Wrack muss da noch irgendwas für uns sein. So, schauen wir auch nochmal hier oben nach. Hier wollen wir ja noch gar nicht weiter rumschauen. Ja, die Generatoren sind egal. Die sind nun wirklich nicht wichtig. So, aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Ist halt reines Kampfgebiet irgendwie. Ne, ich glaube nicht. Ups. Na gut, dann lass mal weitermachen. Vielleicht haben wir ja hier unten ein bisschen mehr Glück. Feinde nähern sich. Gebiet abriegeln. Ich würde ja denken, dass wir irgendwo noch Antworte. Vielleicht ein Terminal finden müssen, um die Aufgabe zu komplizieren. Antworte oder dein Freund stirbt. Nur zu. Antworte. Letzte Chance, Talons. Antwortet oder...
Was zur... Zurück! Das glaube ich nicht. Kümmern Sie sich um die Verwundeten und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung! Wir haben den Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyreen. Du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos. Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sicher alleine von hier weg. Tja, damit haben die Talons jetzt ein turianisch-militärisches eine turianisch-militärische Führungsstruktur letztendlich. Und es ist kein Wunder, dass der General jetzt auf sie Jagd macht. Aber ich muss feststellen, Arya weiß weniger darüber, was auf Omega abgeht, als sie denkt, so wie es mir vorkommt, ne? Also ansonsten müsste sie ja eigentlich wissen, dass die Talons sich ein bisschen geändert haben von der Art her. Na gut. Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Also gut, dann folgen Sie mir. So, haben wir wieder einen... Nein, einen richtigen Safe-Spot haben wir nicht erreicht. Seit unserem letzten Treffen verbessert. Dir sind die biotischen Granaten aufgefallen? Du hast Explosionen immer schon gemocht, bei jeder Gelegenheit. So, also wirklich einen Safe-Spot haben wir nicht erreicht, aber zumindest wieder kurz Ruhe und Nyreen ist wieder dabei. Also wir sind jetzt endlich wieder komplett. Ich hätte gedacht, das ist eins von den Terminals vielleicht, das ist, was wir suchen. Aber nee, doch nicht. Na gut, dann vielleicht im kommenden Gebiet, wer weiß. So, das nehmen wir aber natürlich gerne noch mit. Okay, nur eine mögliche Tür. Na dann, weiter geht's. Shepard. Oh, wieder so ein Schleicherfahrstuhl, ist ja schrecklich. Mensch, moderne Technik der Zukunft und solche langsamen Fahrstühle, warum? Wer hat sich das denn ausgedacht? Sieht ziemlich tot aus hier. Okay, irgendwas für uns? Ach ja. Wenn's weiter nichts ist. Ich würde mich gerne ein bisschen umsehen erstmal eigentlich. Aber gut, dann zerstören wir mal, was geht. Was war denn das? Oh, der ist noch gar nicht kaputt. Ho! Ich gehe dann mal wieder. So, haben wir denn vielleicht irgendwelche... Ja, hier, Überlastung. Das klingt doch gut. Vielleicht noch so ein Leuchtgeschoss. Ich würde gerne mal hier... Achso, da ist... Auf der anderen Seite ist ja gar nichts, wo wir uns verstecken können. So, der Atlas ist gerade... Schlecht anwählbar. So. Könnte vielleicht mal jemand den Rauch wegnehmen? Ich glaube, der ist da irgendwo, ne? Könnte gepasst haben. Ja, da ist er. So, hauen wir einfach mal drauf. Wird schon irgendwie passen. Oder? Also ganz platt ist er noch nicht. Schießen wir mal hier einfach rein.
Area kann sich ja ein bisschen an den Boden kuscheln, das ist schon okay. Ich kann auch blind schießen, kein Problem. Wir sollten eigentlich treffen, ich meine, der Atlas ist ja groß genug. Na, so halb zumindest. So, wenn jetzt Nairine noch ein bisschen mitspielt, dann... Könntest du bitte? Dankeschön, dann sieht das doch ganz gut aus. So. Möchte noch jemand? Was war das denn? Systemausfall in Kürze. Absolute Nullnummer. An alle Einheiten! Zurück und den Hauptangriff unterstützen! Oh, ein Raketenwerfer, das ist aber nett. Oder bin ich dabei? Den können wir gerne einsetzen, nichts dagegen. So, wo ist denn dieser Generator hier? Wofür ist der denn? Achso, wieder bloß Schildgeneratoren. Achso. Ich dachte irgendwas Wichtigeres. Oh, schade, wir können immer bloß einen mit uns rumschleppen. Ärgerlich sowas, ne? So, ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz hier drüben nach, was hier versteckt ist. Credits. Wahnsinn. Achso, das ist miteinander verbunden. Ich dachte, das wäre hier irgendwie nochmal abgetrennt. Na gut, dann gibt's eben nichts für uns. Schade. Okay, weiter geht's. Mit dem Raketenwerfer ausgerüstet sollten wir jetzt auch größere Gegner relativ schnell weghauen können. Wenn denn sowas kommen sollte, keine Ahnung. Unbestätigte Sichtung von Ziel Alpha. Energieversorgung des Sektors unterbrechen. Alle Einheiten konzentrieren sich auf den Außenposten der Talons. Wer hat denn jetzt Licht ausgemacht? So eine Sauerei. Okay. Den nehmen wir aber wieder an uns, natürlich. Hier entlang. Ach, natürlich. Okay, dann lass uns mal Leiter steigen. Natürlich, natürlich. Okay. Dann eben zu Fuß weiter. Wie praktisch, dass dieses Datenpad ausgerechnet hier verloren wurde. Aber wir müssen natürlich auf die andere Seite. Ist ja... Ja, so geht's auch, Shepard. Nein, du musst nicht wieder... So geht's natürlich auch, Shepard. Aber wenn du schon unten bist, musst du nicht wieder hochkriechen. Okay. Dann spielen wir also mal ein bisschen Schachratte. Und machen uns zu Fuß auf den Weg nach unten. Ich glaube, viel langsamer als mit den Aufzügen hier auf Omega sind wir da jetzt auch nicht unbedingt. Finster ist es geworden. Hoffentlich haben Sie keine Höhenangst. Ich doch nicht. Ich habe vor nichts und niemandem Angst. Weitere Taylor-Truppen auf den Stegen. Bringen Sie unsere Leute darunter. Los! Okay, die nächste Runde im Kampf beginnt. Ziel Alpha in Sicht. Dann wollen wir mal. Ich schlage einfach mal ein bisschen. Ob das Area passen wird, dass sie nicht Ziel Alpha ist, sondern dass jemand anders das ist? Dass irgendjemand als wichtigeres Ziel eingeschätzt wird als sie? Komm mal her, du blödes Phantom. Druff da auf die Dame. Oder ich weiß gar nicht, ob das Kerle oder Frauen sind. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall drauf. Solange es zuckt, hauen wir drauf. So, den Centurio könnte man vielleicht mal mit einer kleinen Überlastung begrüßen. So, das sieht doch gut aus. Schön. Solange... Dieses Rumgematsche immer mit dem Blutbad. Solange es noch so viele sind und der Rauch ja auch rumhängt, da mache ich doch mal lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Kann ich schaden? Okay. Haben wir noch mehr vielleicht? Ach ja, tatsächlich. Gut. Wenn sie alle so reingekleckert kommen, dann ist es ja nicht das Ding. Ich kann auch so schießen, wenn du nicht runterkommen willst. Und tot. Gut. Noch mehr? Nee, ne? Ich glaube, jetzt war's das. Na dann, weiter. Irgendwas für uns zum Sammeln? Nein.
okay. Das Abriegelungssystem wurde so oft manipuliert, dass es kaum noch rauf und runter unterscheiden kann. Nyrene an Basis. Brauche Techniker am Eingang zum Steg. Die Tür klemmt wieder. Kann eine Weile dauern. Okay, dann sollten wir mal zusehen, dass wir hier ein bisschen Zeit totschlagen. What? Was war denn jetzt los? was genau hat mich getötet? Shepard ist jetzt einfach umgefallen, oder? Also ich meine, ich war ja noch nicht mal verwundet. Das war bizarr. Okay, neue Runde. Was auch immer das war. Sehr interessant, auf jeden Fall. Dann gehe ich diesmal direkt rein und schlag mich ein bisschen mit euch. Bleib liegen. So, wenn euch das besser gefällt, machen wir das eben so. Auch du kannst dich hinlegen. Jetzt leg dich doch mal. Meine Güte. Okay. Habe ich da gerade einen Kampftechniker gesehen? Ah, nee. Okay. Habe ich mir nur eingebildet. Was, der lebt noch? Der traut sich vielleicht was. Was ist denn hier los? Schon wieder? Woran sterbe ich denn? Erklärt's mir bitte. Ich verstehe nicht, woran ich sterbe. Das ist total merkwürdig. Lass mal hier diesen komischen Dings angreifen. Diesen Schildgenerator. So, das verkürzt die Sache doch ein bisschen gleich. Auch du kommst weg. Mal sehen, ob wir diesmal vielleicht auch hier durchkommen, ohne spontan wieder abzuleben. Ich weiß nicht, wie es kommt. Also, es leuchtet mir nicht ganz ein. Noch mehr? Natürlich. Oh, hi. So, haben wir jetzt Ruhe? Nein, natürlich nicht. Hartnäckiges Pack. So, der Centurio verträgt 2 Schläge. Wenn man trifft zumindest. Oh, nett. Möchte jemand zu mir runterkommen? Dankeschön. Okay, ich bleib da vielleicht mal ein bisschen in Deckung. Nicht, dass wir plötzlich wieder umfallen. Ach, ein Atlas. Hat der vielleicht irgendwie auf mich geschossen? Kann das sein? 2 Atlasse. Nett. Ist ja kein Wunder, dass ich hier irgendwie zwischendurch einfach mal sterbe. So, wollen wir jetzt vielleicht gehen? Die Tür ist offen. Gehen wir. Würde ich auch sagen, ne? Na dann. Beeilung, ich muss zu meinen Leuten. Fix, fix.